Hallo Aforbs, herzlich willkommen im Noppenstein-Studio, diesmal wieder zur Team-Edition von Bricks ganz fix. Du hast uns was mitgebracht. Oh ja, die Voyager. Die Voyager, und du zeigst uns jetzt mal, was dir an dem Set besonders gut gefällt. Alles. Ja gut, mal nein, abgesehen vom Objekt. Ich zeige euch jetzt mal, was das Geilste an diesem Set ist, denn ihr könnt es wie hier ganz normal auf den Standfuß stellen oder aber ihr nehmt es ab. So, dann könnt ihr hier unten, nehmt ihr das hier raus. Dafür liegt der nämlich auch dabei, gell? Dieser Brick dabei. Dann nehmt ihr das hier hinten raus, ebenfalls. Achso, ich lasse ihn mal dran. Dann nehmt ihr noch diese Fliese ab. Dann habt ihr die braucht ihr später das wieder. Hier. Könnt das hier einsetzen. Macht die Fliese wieder drauf. Füßchen gerade. Für hier hinten habt ihr das auch noch. So. Und dann habt ihr noch, wegen dem Gewicht, vorne das hier. Und dann habt ihr die Voyager in der Landekufen-Edition. Ja. Ist das geil? Steht also auch perfekt von alleine auf ihren eigenen Füßchen, so wie ihr das aus der Serie kennt. Ist perfekt. So wie sie immer landet. Und ich finde es genial. Ja. Die Warp-Gondel. Die Warp-Gondel. Die könnt ihr natürlich noch. Genau. Und dann ab durch die Mitte. Und macht gelandet keinen wieder. Sinn. Aber egal. Ja. Naja, gut. Egal. Ja, sind wir schon wieder durch. Haben wir alles gezeigt? Perfekt. Ja. Super. Und falls euch noch weiter für das Set interessiert, wir haben dazu schon mal ein längeres Video gemacht. Schaut es euch an. Rein. Genau, dann würde ich sagen, ja, Noppensteine, nee, wie war das? Jetzt habe ich die... Noppensteine. Hilf mir. Noppensteine kann man nie genug haben. Links gibt's mehr. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Mach's gut. Voll lauter. Ja. Ja. Aber ein geiles Set.